Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Wenn man sich einmal die Scrambling-Statistiken der US-PGA Tour oder der European Tour anschaut, fällt auf, dass die Spieler, die das meiste Geld verdienen, rund um das Grün die Besten sind. So schafft zum Beispiel Lee Westwood aus weniger als 27 Metern noch zu 54% das Par. Um realistisch die Situation auf dem Platz wiederzuspiegeln, empfehle ich Ihnen das sogenannte Break-21-Spiel. Suchen Sie sich ein Grün aus, wo Sie Pitches zwischen 25 und 50 Metern spielen können. Wichtig ist hierbei, dass Sie auch zu Ende putten müssen. Gestalten Sie einen Parcours mit 9 Stationen rund ums Grün, wobei ein Schlag aus dem Bunker sein muss. Spielen Sie nun von jeder Station auf das Grün und spielen Sie den Ball so lange weiter, bis Sie gelocht haben. Jedes Loch ist ein Par 2, wobei Ihr Ziel sein sollte, unter 21 Schlägen zu bleiben. Diese Übungen können Sie mehrmals in der Woche durchführen, wobei Sie darauf achten sollten, dass Sie nicht immer von denselben Stationen spielen. Und denken Sie daran, try for the show, putt for the dough.